Das ist mein erster längerer Übungsflug mit meiner Drohne. Ich übe auf dem Weberaner Sportplatz. Hier wird ja zurzeit die Laufbahn erneuert. Ich bin auch gleich darauf angesprochen worden, ob ich die Bilder an die Firma schicken könnte. Und das habe ich inzwischen auch getan. Man braucht viel Fingerspitzengefühl für die kleinen Steuerhebel. Der linke Steuerhebel ist für rauf und runter und die Drohne drehen rechts und links. Der rechte Steuerhebel ist für vorwärts, rückwärts und auch rechtsseitlich oder linksseitlich fliegen. Hier fliegt die Drohne jetzt in einer Eiform um uns herum, steigt gleichzeitig auf, kommt wieder zu uns zurück. Das ist ein Programm, was man dann einstellen muss. Aber das muss alles geübt werden. Bei dieser Einstellung habe ich den Mittelpunkt auf dem Sportplatz gesetzt und die Drohne kreist jetzt um diesen Punkt herum, immer in der gleichen Höhe. In dieser Einstellung könnte ich die Höhe auch noch verändern, wenn ich das möchte. Hier ist jetzt der Mittelpunkt das Vereinshaus. Darum dreht sich jetzt die Drohne in einer bestimmten Höhe, die wir vorgegeben haben. Aber wie gesagt, die Höhe kann ich zu jeder Zeit selbst noch verändern. Ich bin sehr erstaunt, was für gute Aufnahmen die Kamera macht. Das ist eine ganz kleine, hochempfindliche Kamera. Wir fliegen hier auf einer Höhe von ca. 30 Metern. Auch diese Aufnahme ist aus der Höhe von 30 Metern gemacht worden. Ein Überblick über Wever vom Sportplatz aus gefilmt. Sehr klare und deutliche Bilder. Ich bin begeistert von dieser Drohne. Bevor ich an andere Objekte gehe, werde ich hier noch auf diesem Platz mehrfach üben. Jetzt landen wir die Drohne schon wieder und es war ein sehr gutes Gefühl. Ich werde weiter berichten.